Hallo ihr Lieben, wir schauen heute in das Work Your Light Oracle und sehen mal nach, was da los ist für heute. Eine Karte bitte für den Dankeschön, da ist sie schon. Wir haben im Rama, where are you being called to journey to? Also du siehst hier ein wunderschönes Bild und eine Person hier unten ist da auf dem Weg. Sie macht sich auf, durch ein Tor zu gehen. Einige von euch werden vielleicht sich auf einer bestimmten Reise befinden. Einige von euch möchten vielleicht sogar ins Ausland ziehen, vielleicht sogar in Übersee. Ihr habt Reiselust. Manche von euch wollen wirklich einmal auf Urlaub fahren, mal rauskommen, mal Pause machen. Und andere von euch sind auf einem spirituellen Weg. Ja? Das symbolisiert eigentlich nur einen Weg zurückzulegen. Und für manche von euch ist das eben ein tatsächlicher Weg, der sich mit Örtlichkeiten, also mit geografischen Örtlichkeiten beschäftigt. Und für andere von euch ist das einfach ein spiritueller Weg oder ein geistiger oder seelischer Weg. Ihr macht gerade eine Entwicklung durch und diese Entwicklung, die ist nicht immer ganz einfach. Ja? Also auf diesem Weg, da erwarten euch auch ab und zu mal Stolpersteine und ein paar Hindernisse, die man umgehen kann. Aber am Ende wartet da eine wunderbare, goldene, leuchtende Stadt. Und das bedeutet, auch wenn momentan der Weg noch ein bisschen weit ausschaut, lasst euch nicht entmutigen, weitermachen und einfach die Hoffnung im Herzen bewahren und auch guter Dinge bleiben. Das ist total wichtig, guter Dinge zu bleiben. Auch wenn schlimme Sachen passieren, ist deswegen so wichtig, weil andere Leute freuen sich, wenn es euch schlecht geht. Und ihr wollt doch nicht diesen Leuten eine Freude machen, oder? Also, auch wenn es euch, wenn euch irgendwas Negatives passiert, guter Dinge bleiben, weil dann habt ihr gewonnen. Jetzt schauen wir doch, wer hat denn heute das große Glück losgezogen? Großes Glück hat heute sehr wahrscheinlich die Jungfrau. Und die Nummer 8 ist unsere Glückszahl für heute. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und bis bald. Tschüss!